Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportblock. Heute will ich wieder joggen. Und wo ich rumlaufe und was ich tue und wie lange und überhaupt, das erzähle ich euch nach dem Intro. Heute bin ich wieder im Wald unterwegs in Niedernhausen. Neben mir ist die Autobahn, die A3. Ich weiß nicht, ob man die hört. Egal. Ganz schön laut. Gleich hier weg. Ja, und hier laufe ich ganz gerne mal. Aber heute will ich meine 10 Kilometer schaffen. Wenn ich die 10 Kilometer geschafft habe, bin ich für heute glücklich. Habe ich mein Pensum gemacht. Und dann fühle ich mich nicht so faul. Das ist kacke, wenn man sich faul fühlt. Wenn man faul ist und kein schlechtes Gewissen hat, ist besser. Weil man sich faul fühlt, das ist blöd. Ja, naja, gut. Also, meld mich gleich nochmal. Ich bin jetzt ungefähr bei 2 Kilometer. Alles cool. Sonne scheint, Wetter ist gut. Kann gerade nicht besser sein. Deswegen, alles super. 10 Kilometer sind angesagt heute. Und dann bin ich glücklich. Hauptsache nicht faul sein. Hauptsache nicht faul sein. Ganz wichtig. Weiter geht's. Bei der Hälfte bin ich gerade angekommen. Ungefähr 5. Geht als den Berg hoch hier gerade. Ist eine doofe Route eingeschlagen. Wollte ich nicht. Irgendwie habe ich nicht drüber nachgedacht. Egal. Aber den Berg schaffe ich hoch. Das Gute ist, am Ende geht's den Berg wieder runter. Ja, aber ich bleib dran. Nicht stehen bleiben, ganz wichtig. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt bei 7 Kilometern. Puh, schon anstrengend heute. Aber die 10 mache ich voll. Auf jeden Fall. 7 Kilometer sind gar nichts. Das darf nicht so anstrengend sein. Also, ich beiß mich durch und wenn ich da bin bei 10, melde ich mich kurz. Gleich habe ich es geschafft. 10 Kilometer hinter mich gebracht. Sau geil. Da vorne steht mein Auto. Ah. Ja, das muss man machen. Fast jeden Tag, dann ist geil. Das könnt ihr auch machen. Runter vom Sofa. Sport machen, einfach loslaufen, dann habt ihr Sport gemacht und wenn es nur 10 Minuten sind, scheißegal. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Sportblog. Ich freue mich drauf. Puh.